Okay, ich denke mal, hier müssen wir irgendwie raus. Aber wir haben noch Hinweise zu finden irgendwie. Ach so. Ich habe da eigentlich vorhin schon überall drauf geguckt, immer, aber irgendwie hat er das nicht erkannt. Achso, jetzt können wir ihn beeinflussen. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Was macht diese Geräusche? Sie selbst? Nicht? Ein Priester? Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Okay, jetzt haben wir alle Hinweise. Das ist alles neu. Kennen wir aber. Müssen wir mal eben abarbeiten hier. Ja. Ich denke, das muss man machen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Zeugen? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Okay, und jetzt kommen wir hier raus wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Finde die Zeugin. Ich werde wahrscheinlich unglaublich viele Sachen einfach übersehen. Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Ich glaube, Baxter ist ein richtiges Arschloch. Okay, gehen wir mal zur Kirche.
Sehr witzig, was man hier alles einsammeln kann. Aber wir wollen ja zur Kirche. Ich befürchte, dass wir hier einfach nur durchrushen werden, irgendwie. Wo bin ich? Was ist hier los? Ich weiß nicht mal, wie ich hierher kam. Ich will nur nach Hause. Ja, ich auch. Das scheint eine Nebenmission zu sein. Da habe ich keinen Bock drauf. Da geht's in die Kirche. Das gucke ich mir aber noch an hier. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Das sind alles so Randinformationen, irgendwie bringt das einem Spiel nicht weiter so, ne? Okay, in die Kirche. Betreten. Yes. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Untersuche die Kirche, um die Zeugen zu finden. Ja, wir suchen dieses kleine Mädchen noch, ne? Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Wer redet denn da überall? Okay, da kommen wir wohl nicht durch erstmal. Vielleicht von der anderen Seite. Nein. Oha. Das ist nicht so gut, wenn man da reinläuft. Ach Mann. Die werde ich nie alle finden. Wer bist du? Wo ist der Hinweis? Weißt du was? Gott, ich hoffe, das hilft. Nicht so wirklich. Kommen wir da hoch?
Da jedenfalls nicht. Okay, da kommen wir da wieder runter. So kann man beamen, das ist auch schön. Hey Sie da! Kommen Sie mal her! Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Was ist mit dir los hier? Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Sie kommen dich holen. Wer denn? Das war nicht der Hinweis. Das ich nie bereut habe. Das war auch nicht der Hinweis. Wo soll denn ein Hinweis sein? Das kann nicht gut riechen. Es riecht sehr gut. Es riecht nach ihr. Also, hast du beschlossen, dich einfach an ihrem Schrank zu bedienen? Nein, nein, nein. Die in ihrem Schrank waren zu neu. Sie hätte es auch gemerkt, wenn jemand da dran gewesen wäre. Hab gewartet, bis sie sie weggeworfen hat. Ich war immer gut im Warten. Manchmal hat sie sich umgesehen, als ob sie spürte, wie ich sie beobachte. Und wenn sie dich erwischt hätte? Was dann? Deine ganze Welt wäre zusammengebrochen. Wieso? Ist sie vorher auch nie. Ich würde so mit ihr verfahren wie mit den anderen. Und dann ziehe ich weiter zur nächsten. Von hier weiterziehen könnte schwieriger sein, als du glaubst. Das war auch nicht der Hinweis. Hey! Such dir
dir dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Ach so. Die Kirche. Vater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Finde einen Weg auf den Dachboden. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.